Bücher. Was hat es mit diesen Dingern auf sich? Warum lesen wir überhaupt? Warum lese ich? Basierend auf den Kommentaren und den Nachrichten, die ich von euch bekomme und lesen kann, weiß ich, dass es viele von euch gibt, die sehr gerne lesen oder die zumindest gerne gelesen haben. Und gelesen haben ist, glaube ich, ein Phänomen, das auf viele Personen, Menschen, Mädchen, Jungs aus unserer Generation zutrifft, die eben im jungen Alter noch in einer relativ analogen Welt gelebt haben. Natürlich gab es Fernsehen und es gab auch das Internet seit unserer Geburt, aber nur weil man im Wohnzimmer einen dicken Computer stehen hatte oder vielleicht schon den ersten Laptop, heißt es nicht, dass wir den ganzen Tag so wie heute wie an unserem Handy am Computer oder im sogenannten Internet waren. Und weil unsere Kindheit doch vergleichsweise analog, ich glaube, ältere Generationen würden nie sagen, dass unsere Kindheit ansatzweise analog war. Genau deswegen haben viele von uns gelesen. Warum haben aber die meisten von uns aufgehört zu lesen und wann? Ich kann meine persönliche Geschichte vielleicht erzählen und damit würde ich erstmal beginnen, wann ich angefangen habe zu lesen. Ich habe angefangen zu lesen, als alle angefangen haben zu lesen in der Grundschule. Extrem viel, obsessiv viel, habe ich mit 7, 8, 9 Jahren gelesen. Harry Potter, Dog Diaries, diese ganzen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich The Hobbit gelesen habe, weil ich erinnere mich nicht wirklich daran. Aber es war auf jeden Fall diese Fantasy-Kinderbücher-Phase, die dann Stück für Stück sich übersetzt hat in die ersten Jugendbücher. John Green hat mein Leben verändert, genauso wie Lana Del Rey. Und noch 5 andere Sachen vielleicht, was irgendwo traurig ist, weil es bedeutet, dass meine Persönlichkeit auf sehr wenigen Popkulturreferenzen basiert, aber das ist keine Überraschung. John Green, Looking for Alaska. Seit 3 Jahren möchte ich Looking for Alaska nochmal lesen, um aus der jetzigen Erwachsenenperspektive zu sehen, wer dieses Mädchen Alaska war, das ich mit 12, 13 so unbedingt sein wollte. Ich glaube, es ist nicht der größte Spoiler zu sagen, dass Alaska Suizid begeht. Sie ist auf jeden Fall depressiv, hat bestimmt andere psychische Krankheiten, aber wie gesagt, ich erinnere mich viel zu wenig und ich bin auch natürlich keine Psychologin. Was an diesem Buch und an diesen Büchern dieser Art, glaube ich, für Kinder oder junge Jugendliche so krass war, war über Dunkelheit, Traurigkeit, Tod zum ersten Mal zu lesen und dadurch auch auf einer tieferen Ebene darüber nachdenken, als nur mein Opa ist gestorben. Was natürlich auch sehr je nach Lebensumstände und Beziehungen schlimm sein kann. Bei mir war es eher seltsam. Es war eine Person, zu der ich keinen Bezug hatte. Aber diese Person im Buch, Alaska, zu der hatte ich einen sehr, sehr großen Bezug. Vielleicht seltsam. Aber egal. Nach John Green und diversen ähnlichen Büchern, wie zum Beispiel All the Bright Places oder Bright Life, ich weiß es nicht mehr, so ein blaues Buch. Diese ganzen super tiefgründigen, emotionalen, wundervollen Jugendbücher. Danach kamen die Klassiker. Mein erster Klassiker war Die Leiden des jungen Werther von Goethe. Und das geht alles so Hand in Hand. Man erkennt auf jeden Fall depressive Tendenzen oder eine Faszination mit dem Morbiden und Dunklen im Menschen. Dann habe ich immer mehr Klassiker gelesen. Schiller, Shakespeare, diese ganzen Sachen. Und ich habe nicht wirklich viel verstanden mit 13. Ich weiß noch, dass es dünkt mir oder wie auch immer, dass mich das super verwirrt hat und ich habe es gegoogelt und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Aber ich war der Meinung, ich muss das lesen. Das ist Kanon. Das ist Literatur. Ich finde es im Nachhinein sehr interessant, sich mehr Gedanken über die Verbindung zwischen dem Internet und dem Handy und dem Zeitpunkt zu finden, wann ich aufgehört habe zu lesen. Ich habe nie aufgehört zu lesen, aber es war kein Teil meines täglichen Lebens oder meiner Routine. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als ich mein erstes iPhone bekommen habe, ungefähr mit 14. Das war das alte iPhone 3GS von meiner Tante. Und ja, dann ging es los. Social Media, sozialer Druck, die ersten Partys, Erlebnisse. Zu dieser Zeit dachte ich mir, ich will nicht darüber lesen, wie man lebt oder wie verschiedene Leben aussehen können, sondern ich möchte leben. Ich bereue es auch nicht wirklich, dass ich in dieser Zeit nicht gelesen habe, weil
trotz des immer größer werdenden Social Media Konsums, muss ich sagen, dass ich erlebt habe. Ich habe sehr viel gelebt und wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr auch, was für Sachen es sein könnten und was für Sachen vielleicht natürlich auch nicht. Und dann kam die Oberstufe. In der Oberstufe hatte ich wundervolle Englisch-, Deutsch-, Französisch- und Geschichtelehrerinnen, die mich wieder zurück zu meiner großen Leidenschaft gebracht haben, wofür ich extrem, extrem dankbar bin, weil ich weiß, dass ich mich sonst insgesamt auf jeden Fall in eine andere Richtung entwickelt hätte. Heißt nicht, dass ich nie wieder ein Buch in die Hand genommen hätte. Aber warum ist das überhaupt wichtig? Es ist ja eigentlich nur ein Hobby von mir. Und auch dieser Vergleich, Handy, Internet, zu den Büchern, muss auch nicht unbedingt so extrem sein. Für mich sind es fast schon Gegenpole. Aber wenn man sich das anders überlegen würde, dann könnte man sagen, irgendwo ist es auch sehr ähnlich. Auf Social Media sitzen wir irgendwo meistens ziemlich entspannt und betrachten die Leben anderer Menschen. In Büchern machen wir genau dasselbe. Aber der Unterschied ist Sprache und die Art und Weise, wie wir damit interagieren. Der größte Unterschied aber sind die Geschichten. Literatur, Bücher und Geschichten haben einen Zweck. Auch wenn dieser Zweck nicht einfach zu erkennen ist und auch wenn ein Autor manchmal einen anderen Zweck in dem Text vorsieht als der Leser oder die Leserin und natürlich auch die Autorinnen. In den besten Fällen gibt es einen Austausch zwischen den Büchern, den Texten und der Person, die das liest. Auf Social Media ist es anders. Die Geschichten sind nicht kuratiert, sie sind echt, was irgendwo natürlich auch positiv ist, aber sie sind nicht wirklich echt. Sie sind durch einen Filter, durch eine Linse betrachtet, die nicht darauf ausgelegt ist, in einen Austausch miteinander zu gehen, sondern einen eigenen Vorteil zu schaffen. Und das Gleiche gilt für mich und auch natürlich für diesen YouTube-Kanal. Das gilt für alles. Ich wollte dieses Video eigentlich schon im November und im Dezember machen, in der Zeit, in der ich wirklich konsequent offline war und in der ich nur gelesen habe. Und das habe ich nicht gemacht, also ich habe sogar Teile des Videos gedreht, aber die sind jetzt auf irgendwelchen SD-Karten verschollen. Und deswegen möchte ich erzählen von dieser Zeit. Denn ich glaube, dass es vielen von euch helfen könnte, wenn ihr in derselben Situation seid, wie ich im November und im Oktober wart, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr extrem süchtig seid nach Social Media, dass ihr immer in jeder freien Sekunde rangeht, ihr dann nach ein, zwei Stunden scrollen, euch denkt, wow, what the fuck, ich fühle mich nicht gut und ihr früher viel gelesen habt oder vielleicht auch vor einem halben Jahr oder noch nie. Ich habe mir konsequent ein Ziel gesetzt, dass Lesen Teil meines Alltags wird, dass Social Media Konsum eine weniger große Rolle spielt und ich glaube, mit diesen Süchten ist das Einzige, was man machen kann, einen harten Cut setzen, weil die Gewöhnung einfach viel zu krass ist. Macht, was ihr machen müsst, tut euer Handy in den Schrank, deinstalliert irgendwelche Apps. Es gibt so tausend Möglichkeiten, das zu machen. Und dann nehmt euch 5 Bücher und fangt mit etwas an, das dünn ist, das euch gefällt, wo ihr schon vielleicht reingelesen habt und wisst, das interessiert euch total und fangt einfach an. In den Momenten, in dem Tag oder vor allem in den ersten Tagen war ich so, wow, ich habe so viel Zeit plötzlich. Es war auch, muss man sagen, persönlich gesehen eine Zeit, in der ich auch so viel Zeit hatte. Nur ich habe diese Zeit nicht mehr verschwendet, zumindest in meinem Sinne. Und am Anfang fiel es mir so schwer, mich zu konzentrieren und mehr als 20 Seiten am Stück zu lesen. Und jetzt, nur 2 Monate später, fast 3 Monate später, kann ich ein Buch in einem Tag lesen. Ich kann ein Buch in einem Sitting lesen. Ich kann dicke Bücher in 2, 3 Tagen lesen, weil sich mein Gehirn wieder daran gewöhnt hat. Und Lesen, genauso wie Schachspielen und diese ganzen anderen super tollen intellektuellen Sachen, erfordern Übungen, genauso wie Sport und alles andere. Und deswegen war mein Weg cutten, lesen, lesen, lesen und dann langsam wieder mit Social Media anfangen. Was nicht heißt, dass ihr das unbedingt machen müsst, aber ich persönlich kann mir keine Realität ohne vorstellen. Einerseits mein Jobaspekt, aber andererseits auch zu sehen, was meine guten Freunde machen, mich mitzuteilen. Es gibt tausend Gründe, warum Social Media auch was sehr, sehr Schönes sein kann. Und ja, das sind meine Tipps für einen more balanced
Social Media Umgang und mehr zu lesen. Das war jetzt ein bisschen ein abruptes Ende. Ich könnte noch ewig lange weiterreden. Aber ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Mich würde mega interessieren, wie das bei euch war. Also eure Geschichte, eure Beziehung zu den Wörtern. Es klingt alles so super pathetisch, aber für mich ist es auch was sehr Pathetisches und das finde ich auch gut so. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen auch viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe eine E-Mail sogar letztens bekommen von jemandem, die ein bisschen Hilfe wollen beim Schreiben. Und ich war erstmal total horrified. Ich war einfach nur so, oh mein Gott, ich bin selber noch gar nicht krass oder irgendwas. So, ich bin noch voll am Anfang meines Lernens zu schreiben. Aber mich würde trotzdem interessieren, vielleicht könnte ich ja mal ein Video machen. Ich bin schon ein bisschen unsicher darüber, bin ich ganz ehrlich. Darüber, wie ich schreibe und vielleicht Ideen oder Tipps für euch. Das wäre eine Idee. Schreibt mir das mal. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht inspiriert es euch ja auch ein bisschen, wieder die Bücher in die Hand zu nehmen.